Hallo. Ah, jetzt ist es auch viel besser. Viel leiser. Hallo und herzlich willkommen zu Spoilernauts. Zu Mirror's Edge von DICE. Von dem Entwicklerstudio DICE und published von EA. Einem Spiel von 2009, etwas älter. Grafisch zu dem Zeitpunkt sehr geil. Ist grafisch auch cool gemacht. Ist so ein, ich würde es fast so sagen, Jump'n'Run in der Ego-Perspektive. Und mehr so Richtung Abenteuer. Dürfte es sogar noch im Handel geben. Und zwar ist es ein Value-Game, also diese orangenen Hüllen. Einfach mal nachschauen, kann ich empfehlen, ist ein geiles Spiel. Habe ich mal gespielt. Ich kenne die Story allerdings nicht mehr. Deswegen zählt es jetzt schon als Blind-Let's Play. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt los, ne? Ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Und da kommt schon die erste Hürde. Story. Schwierigkeitsgrad sollen wir wählen. Der normale Schwierigkeitsgrad ist für die meisten Spieler empfehlenswert. Der leichte Schwierigkeitsgrad hat vor allem Auswirkungen auf die Kämpfe. Schließe den Story-Modus in einem der beiden Schwierigkeitsgrade ab, um den schweren Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Hier ist die Runner Vision deaktiviert. Und die Kämpfe sind deutlich schwieriger. Wir wählen natürlich leicht. Wir wollen das Spiel schaffen. Und Kapitel wird sofort geladen. Mit ein paar Stotterer drin. Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hast es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieht dir das neue Trainingsgelände an? Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? So, kurze Erklärung. Boah, ist das laut. Ich drehe mal lieber den Sound auf meinen Pegel etwas leiser und prüfe das nachher. Wir sind Faith. Ja, wir sind eine Frau und hier ist unser Körper. Yummy. Ach, aber die Grafik ist top. Für 2009 kann man echt nicht meckern. Das ist geiles Status. Und Celeste ist unsere Schwester. Ah, cool. Und der Sound ist geil. Ich muss jetzt hier ein bisschen schreien, weil ich habe den Kopfhörer an und auf und höre meinen eigenen Voice nicht. Also, mit Leertaste führst du Bewegung nach oben aus. Wie beispielsweise einen Sprung. Versuch zu springen. Ops. Ops. Mit Shift links führst du Bewegung nach unten aus. Wie zum Beispiel in die Hocke. Versuch in die Hocke zu gehen. Das muss ich ändern. Das muss C sein. Mit Tab öffnest du den Bildschirm. Ziele auf deine aktuelle Ziele angezeigt werden. Ach, öffne. Das sind unsere Ziele. Genau. Ich habe hier oben links... Ah, die Maus geht auch nur bis dahin. Ich habe ja ein 16:10 Monitor. 1680 mal 1050 und ich spiele das hier in HD-Auflösung, also 1280 mal 720 und habe hier oben ungefähr, ich guck mal gerade, ja, drei Finger breite Balken, also das sieht ganz lustig aus. Erfüllte Herausforderung, aktuelle Herausforderung, grundlegende Steuerung. Und wir können laufen. Die Runner Vision
zeigt dir Bewegungs- und Interaktionsmöglichkeiten an. Halte die Augen nach roten Objekten offen. Ansonsten sind die alle weiß. Und wir sehen dann die Arme. Ich muss mal eben mal kurz die Steuerung definieren. Und zwar Aktionen nach unten. Ist bei mir immer C. Und Aktion nach oben mache ich mal in CX. So, Steuerung, das können wir mal in Shift umändern. Drehung, das ist okay. Ansonsten Mausempfindlichkeit machen wir einen Tick höher. Ne, nicht invertiert, um Gottes Willen. So, ein Tick höher, vielleicht zwei. Das müsste dann so gehen. So, es wird gespeichert. Ah, das ist schon ein bisschen besser, dann kann ich mich schnell bewegen. Da ist ein rotes Objekt. Mit X können wir... Ah, das ist cool. Also, das ist so eine Art Jump'n'Run in der Ego-Perspektive und es hat eine Menge mit Parcours auf sich. Und Parcours, wisst ihr, ist ja das hier... Ist ja nichts als Hindernis und das ist Celeste da unten. Man hört auch unser Atmen. Locker durch. Gehen wir hier hin. Da ist sie. Häng dich dran. Halte Alt links, um dein Ziel anzusehen. Ah, also so. Da kann man... Ah! Gescheitert. Da ist sie. Häng dich dran. Häng... Oh. Ja, also da sind wir gerade eben drunter gestürzt. Weil ich lustigerweise nicht Alt gedrückt habe. So wie jetzt. Also wenn man stirbt, ist das so ähnlich wie bei Super Meat Boy. Man spawnt direkt am nächsten, am zuletzt gelegenen Speicherpunkt. Da ist sie. Häng dich dran. Ich gar nichts machen brauchen. Hi Faith, willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Ach, ist doch ein geiles Spiel. Folge Celeste. Ah, das schaffen wir noch. Mit X kann ich über Zäune springen. Ja, das können wir auch. Drücke X, während du auf eine Mauer zuläufst und einen Wallrun auszuführen. Also so. Ja, den hätte ich beinahe verkackt. So, wo ist sie? Da. Mit X kannst du auch den... einen Speedwalk ausführen, wenn du nah an niedrigen Hindernissen bist. Diesen Move baut Momentum auf. Was ist Momentum? Momentum kenne ich nicht. Ah. Instant. Also so. Mit Mais 1 kommt man durch die roten Türen. Ja, und wir können... Ja, wir hauen die Türen einfach so auf. Das geht. Verwende Art, um den Balken der Balance zu halten. Also, ich muss jetzt mit A und D gegensteuern, so leicht. Mit X. Ich kann Buchstaben geil lesen heute. Mit X können wir Mauern hochklettern. Ja, das sollten wir auch können. Steuerung habe ich irgendwann drauf, das dauert eine Weile. Aber irgendwann habe ich's. Mit X springst du den roten Querbalken, greifst ihn automatisch und beginnst zu schwingen. Ah, das war knapp. Mit Maus, ja, das sieht so komisch aus. Also mit der Maus siehst du dich um, während du auf dem Rohr bist. Sieh zum Rohr links von dir und springe mit X. Dann springen wir automatisch dran. Und so können wir auch dort ran. Klettere mit X die Wand hinauf, um den Vorsprung über dir zu erreichen. Also hier. Mit A und D, also festhalten, gedrückt halten, hangelst du dich nach rechts und links und der Zaun hier verhindert, dass du nach oben kommst. Und also muss ich um die Ecken sehen, um halt zu gucken. Das Spiel ist teils grafisch, also teilweise mit Zeichentrick und mit Animation, also so animiert als das hier, das ist unsere Sicht. Mit der spielen wir das Spiel. Ja, mit X oder mit W können wir aufstehen. Ja, und das habe ich nie kapiert, da bin ich immer durchgeflogen. Mit den...
Da drücke schnell auf XQX. Ach, XQX. Ich habe immer XCX gedrückt oder sowas. Oder X rechts drehen. Interessant. Jetzt habe ich es kapiert. 2009 habe ich es nicht kapiert. Oder 2010. Ich weiß nicht, wann ich das gekauft habe. Ah, so geht das. Sehr schön. Jetzt habe ich es kapiert. Mit A und D kontrollierst du deine Bewegung auf dem Vorsprung. Gehe vorsichtig den Vorsprung vor dir hinaus. Ja, also, die Videosequenzen sind in Zeichentrick überwiegend. Aber das ist unsere Sicht halt. Auf jeden Fall sehen wir sehr gut aus. Ja, sehr schön. Mit X springst du dem Seil und greifst es automatisch. Oh. Ah. Komm ich wieder hoch? Ja. Ich bin darüber gesprungen. Deswegen sollte man vermeiden. So. Mit C kannst du Dinge wie loslassen. Versuch auf den weichen roten. Ja, das habe ich nicht geschafft. Versuch auf den weichen roten, auf der weichen roten Oberfläche zu landen, also dort. Das geht so schnell, das kann man nicht lesen. Achso, das ist normales Gehen. Okay, also Standard ist dann offiziell Rennen. Yeah, haben wir geschafft. Sie schafft es ohne und ich muss... Halte C fest, um dich in der Luft zusammenzurollen und somit kleiner zu machen. Springe X über Stacheldrahtfolie und rolle dich dabei zusammen. Also so. Halte C kurz vor dem Boden gedrückt, um dich abzurollen, wenn du auf große Höhe fällst. So landest du weicher. Was habe ich denn? Oh, ah, das soll ich sogar schaffen. Ah, da tue ich mich also weh. Sehr schön. So, kurz vor Boden. Mit X kannst du gestapelte Objekte wie diese als Sprungbretter für höhere Sprünge nutzen. Nimm die Leiter vor der links im Visier und springe mit Hilfe des Sprungbretts dorthin. Also die Leiter links heißt Leiter rechts, ne? Oder wie? Ah, das macht sie automatisch. Ich muss nur W gedrückt halten. Springe mit X auf das Dach vor dir. Welches Dach? Aber nicht das Dach. Ach, das Dach. Ah. Hops. Ah, da ist sie. Mark will, dass ich etwas Sparring mit der mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los. Sparring heißt Kampfübung. Maustaste 1 schlägst du. Ein Schlag ist dein Standardangriff. Versuche... in die Hände zu schaffen, also so. Achso, Jump Kick. Roundhouse Kick oder was? Halte C fest und drücke Maus 1, während du rennst, um einen Slide Kick auszuführen. Slide Kicks sind perfekt geeignet, um unter den Angriffen deiner Gegner wegzutauchen und diese dann mit einem mächtigen Angriff zu betäuben. Also so. Kombiniere verschiedene Bewegungs- und Angriffskombinationen, um im Kampf noch effektiver zu werden. Mit Leertaste geht's nicht. Ah, mit. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall. Maustaste 2 entwaffnest du Gegner von hinten. Das geht ganz schnell. Mit Maustaste 2 kannst du außerdem eine Waffe fallen lassen oder aufheben. Verwende Maustaste 1, um zu schießen, aber schieß nicht auf Celeste. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzeln im Kampf ausschalten, Faith. Mit Maustaste 2 entwaffnest du deine Gegner von vorne, wenn die Waffe rot wird. Das richtige Timing ist entscheidend. Und ich hab's verkackt. Da habe ich's richtig gemacht. Gleich Waffe unschädlich gemacht. Mit R aktivierst du Zeitlupe, wenn du
Wenn deine Reaktionszeit verfügbar ist, blaues Fadenkreuz. Ah. So kannst du deine Gegner problemlos entwaffnen. Reaktionszeit erzeugst du, indem du rennst. Ich habe gerade R gedrückt, dann ist das alles wie Matrix. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faye, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faye. Jo. Du hast das Training abgeschlossen. Was möchte ich jetzt tun? Ich möchte natürlich spielen. Da sehen wir noch einige Taktiken.